Recht herzlich willkommen zur 122. Folge von City Skylines. Ja, wir waren irgendwo hier unten unterwegs und noch tiefer. Hier, wollten hier noch umbauen. Ja, da müssen wir gucken, dass wir hier diesen Stau wollen wir loswerden. Das war das Letzte, was ich gesagt habe. Dafür müssen wir jetzt gucken, dass wir das alles hier ein bisschen in geordnetere Verhältnisse kriegen. Dafür wird es natürlich hier schwierig sein, ne, mit dieser Straße, ne. Wir haben die Autobahn schon hier rübergezogen. Ich weiß aber nicht, ob das Ideale ist. Ich glaube, wir machen das nochmal und ziehen die hier raus und ziehen die hier hinten lang. Ach, da können wir hier hinten anschließen. Das sollten wir vielleicht machen. So, dann würde ich sagen, fangen wir da nochmal an, oder? So, hier soll ein Kreuz sein noch, ne? Ein Autobahnkreuz. Sind hier ein Kreuz überhaupt für Autobahnen da? Kreuzung. Nur die Kleberkreuzung läuft hier ganz problematisch. Ah, Autobahn ist das, eine Autobahnkreuzung. Oh, das sieht schon wieder so riesengroß aus. Ah, der, man kann den drehen, ne? Aber er möchte dann immer anders, ne? Würde aber rein theoretisch hier so hingehen, ne? Wir müssten mal eine ganze Autobahn abreißen. Oh. Schön ist das nicht. Aber ist halt erstmal so, ne? Alles weg hier. Und dann da so reingebaut. Also dahin brauchen wir gar nicht versuchen, da kriegen wir es nicht hin. Oder ja, diese Autobahn würde ich ja schon mit der gerne kombinieren, ne? Aber wir fangen erstmal hier mit dem an. Ne, das wollen wir ja nicht. Wir wollen die hier rumziehen und dann dahin machen. Hier so hinmachen. Die kommt. Nein, wir müssen diese Autobahn hier verändern da. So, das bedeutet aber etwas Schwieriges. Wir lassen die erstmal hier alle runterfahren, ne? Dann müssen wir das wegreißen. Haben wir schon an, ja. So, jetzt fahren die alle da runter. Diese Autobahn kommt erstmal weg. Das auch. Das auch. Das auch. Die Auffahrt kommt auch weg. Das ist erstmal erledigt. Das kommt weg. Die kommt ein ganzes Stück weg. Da fährt niemand mehr drauf. Das muss einmal weg und hier kann man nicht mehr weg. So, jetzt müssen wir die umleiten, ne? Wo leitest du die nur hin um? Darfst du nicht? Darfst du. Wie weit musst du nur ausholen, ne? Muss ja so ein ganzes Kreuz da hinkriegen, ne? Das wäre eine teure Angelegenheit. Wie groß wird das Kreuz sein? Da ist schon die Dingens im Weg. So, das ist die Autobahn. Und jetzt reißen wir die Original hier weg. So, du hast keine Wahl mehr, du darfst noch fahren, du darfst auch nicht mehr fahren. So, die Autobahn fährt jetzt da lang. Wahnsinn. Ja? Aber ist so. So, und jetzt pass auf, jetzt passt das da nicht hin, bitte.
ist rechts noch zu lang. Krass. So, das heißt, wir müssen da rechts noch was abreißen, abbauen. Oh, das muss leider weg. Ja. Und das Stück nehme ich auch weg. Das auch noch weg. Und die Strecke geht da lang. Und endet hier. Untypisch auf dieser Kreuzung. So. Und jetzt reißen wir gleich, wenn da kein Auto ist, das weg. Guck mal, jetzt kein LKW hier mehr. So. Der muss da lang. Ich glaube, jetzt könnte das klappen mit dem Kreuz. Ist schon ausgewählt. Ja. So schnell anschließen. Ich krieg's nicht ganz hin, ne? Boah, ich glaube, jetzt sieht's gerade top aus. Jetzt sah es gerade top aus, ne? Das bedeutet, von da, nur nach da, dann, von da, nur nach da, oder? Will er aber nicht. Dann machen wir das gerade so, dass wir dem die Möglichkeit geben. Sieht zwar jetzt grässlich aus gerade, aber wir müssen gerade dieses Stück da wegreißen dann. Jetzt kommt auch gerade keiner. Ich will hoffen, dass das letzte Auto war. So, jetzt können die da wieder drauf fahren, ne? Machen wir auch wieder schick da ein. Und das so, passt erst. So, jetzt können diese aber, die jetzt hier wahrscheinlich einen Wahnsinnsstau verursachen, erstmal dort weiterfahren. Dann müssen wir das machen. Ich glaube, das hat sauber geklappt, oder? So, dann ist dieses Fernziel auch wieder fahrbar. Und ich glaube, die fahren immer noch alle da lang, oder was? Das ist ja krass. Ist doch wieder befahrbar, ne? Das bedeutet, der Bagger geht jetzt hier hin. Und sobald da keiner mehr kommt, wird schwierig, ne? Sehe ich schon. Die wissen auch gar nichts von ihrem Glück, dass sie gerade ausfahren dürfen, ne? Jetzt kommt's weg. So. Davon brauchen wir nichts mehr, denke ich. Die müssen sich beeilen, sonst. Und alles ist weg. Schön. So, und hier müssen wir jetzt hin. Und diese verlängern. Da hinten hin. Ich glaube, dann machen wir das weg. Und fangen mit der Spur an. Und ziehen die da mal so 90 Grad weg, oder?
tendiere gerade dazu, das ein bisschen humaner zu gestalten. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir hier das ähnlich hinkriegen, ne? Ich glaube, so sieht das sogar top aus. So, und hier müssen wir jetzt eine Brücke drüber haben. Einmal hoch. Einmal ein gerades Stück. Oh, ein bisschen länger. Und danach wieder runter, ne? Ich glaube, wir machen hier erst die Brücke fertig. Ja, das sieht einigermaßen aus. So. Hoch. So, warte mal gucken. Bis da. Und bis da. Gut. Und dann von da nach da, aber sieht nicht so schön aus. Warte mal, wenn ich das nach da glaube ziehe, dann macht er den Bogen so. Das geht doch, oder? Ist nicht schön, aber selten. So, damit ist das Stück angebunden und die können auch alle nach da fahren. Jetzt müsste hier nur geguckt werden, ob noch einer runterfährt, ne? So, damit haben wir das schon mal ein bisschen entzerrt. So, und jetzt diese Autobahn da irgendwie rüber, um auf die Brücke zu kommen, ne? Ja, das gestaltet sich jetzt schwieriger, denke ich. Hier lang? Und dann darüber? Ich glaube schon, oder? Oder gleich von hier aus darüber. Diese Häuser nochmal wegnehmen. Wäre auch möglich, ne? Hier eine Abfahrt bauen. Dann vielleicht hier durch die Abfahrt durch, dieses hier wegmachen. Ja, glaube ich schon. Abfahrt wegreißen. Fähren noch welche runter. Es waren natürlich gerade ganz viele runter. Jetzt nicht mehr. Das weg. Das auch weg. Weg, weg erstmal. Ja. Und dann wieder zur Autobahn hin. So, was macht er dann nicht? Mache ich das hier, das ist dann der Schnittpunkt ungefähr. Hier lang. Ein bisschen kürzer und dort hoch. Und eigentlich zu überlegen wäre, die Autobahn flach zu machen und die andere Straße rüber zu bauen. Ne? Macht jetzt so und fertig. So, die ist schon angeschlossen.
Müssen wir hier noch eine Auffahrt hinbasteln? Wie weit können wir das denn einkürzen? Ja, das war das ganze Stück weg, ne? Am Ende muss es sowieso weg. Warte mal, die können da fahren, die können in aller Richtung dann da fahren. Das würde bedeuten, wenn ich diese jetzt klaue, die Spur, gerade einmal wegmache, könnte das so bauen, ne? Das macht er ja, ne? So, eine richtige Bauumgehung. Sag schon. Eine richtige Straße nebenher gebaut, damit man, wenn man das abreißt, auch ordentlich noch Verkehr hat, ne? So, und dann wiederum hier aufbauen. So läuft's. So, und was weg kann, kann weg. Das nämlich dann das hier, was weg kann. Das alles weht. Ja, erstmal. Oh, da ist was weg, was gar nicht hätte weg sollen, oder? Kann das sein? Da hat es irgendwas anderes noch erwischt. Sechsspurige Straße ist das. Mit Grünstreifen. Also diese. So, ist wieder da. Entschuldigung, sollte nicht so sein. So, Autobahn ist dann umgelegt, die fahren da lang. So, und dann können die, die da drauf fahren, auch hier drauf fahren. Und dafür reißen wir doch die Stück Autobahn noch weg, oder Straße noch weg. Und bauen da eine Auffahrt hin. Gut. Warte mal, die müssen rauffahren von dort. Und die müssen runterfahren von hier. Irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Will er nicht machen. Das ist wieder schlecht. Warte mal, die können wir erstmal abreißen. Und dann auch kann man hinfahren. Und dann geht er ganz zurück. Projekt ist das hier. Und den schönen Baum gemacht. So, das ist erledigt. So, macht das jetzt. Waren ihm das zu viele Anschlüsse? Nein, da hat es nichts mit zu tun gehabt. Die haben keinen Strom, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Machen wir hier wieder ein paar Häuser hin. Und warum geht das jetzt noch nicht? Das ist die Frage, ne?
Also doch nochmal das Glück wegreißen hier. Ich glaube schon. Nochmal schneller machen. So. Das war eine 6-Spur hier mit dem. Und dann, nee, da nicht. Da ist ausgewählt. Und dahin. Gut. Die können rauf und runter fahren. Und der Bus dreht, der will da gar nicht lang. Gut. Dieses war eine Umgehungsstraße, die jetzt weg kann. Interessant, dass die noch benutzen. Ist weg und fährt. So, die Küstenautobahn ist jetzt verlängert bis nach da. Ja, und die zweite Spur, die dann da nachher drauf kommt, die machen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Das wird hoffentlich diese Strecke dann entlasten, weil die fahren dann die Autobahn hier lang, oder? Gut, okay. Dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.